servus, wie geht's euch und so? Ich bin's, der Big Mischer. Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play zu I'm Scared of Girls. Im letzten Teil haben wir unseren Hauptcharakter namens Lamb kennengelernt. Einen Crossdresser, der erst vor kurzem gestorben ist. Und das Ziel dieses Spiels ist es, die roten Fäden zu seinem vorherigen Leben zu trennen, damit er wiedergeboren werden kann. So, und dann machen wir gleich weiter. Im letzten Teil habe ich auch dieses lustige Outfit bekommen, dieses freizügige Gefängnis-Outfit. Und ich habe festgestellt, dass das stärkste Outfit von allen ist. Ja, ich habe da nochmal kurz reingespielt, um mir das Ganze nochmal zu verinnerlichen. Und ja, anscheinend ist das stärkste Outfit von allen. Es gibt ja noch das Pantomime-Outfit, das anscheinend so gut wie gar keinen Schaden macht bei den Gegnern. Und ja, dann das reguläre Outfit, das ganz normal ist. Und das ist hier seltsamerweise das freizügigste und, ja, wie soll ich sagen, fragwürdigste Outfit von allen. Wohlgemerkt, er ist ein Junge in Frauenkleidern, der, ja, das ist das stärkste Outfit von ihm halt. Und wir müssen hier hin. Insofern, Kämpfe sollten kein Problem werden. Ja, ich werde die Boxen nicht anfassen, denn wenn ich irgendeine von den Boxen anfasse, verändert sich mein Charakter. Also das sind quasi unsere Verwandlungs-Items, was da ist. So, Vorsicht, Vorsicht. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich mache 4 Schadenspunkte. Insofern, Kämpfe sind kein Problem für mich. Hoffe ich jedenfalls. Auf jeden Fall muss ich die Kreise da unten, den Kreis da unten platt machen. Oh. Okay, Konzentration. Kann ich nicht angreifen? Oh, jetzt. Wunderbar. Und hier muss ich runter. Und noch mehr Gegner. Halt! Da sind Items. Ich habe nichts bekommen. Aber hier ist der Ausgang. Da muss ich hin. Ich werde mich jetzt nicht in die Kämpfe hineinstürzen. Okay, neuer Ort. Den Ort kenne ich noch gar nicht. Mal sehen, wo ich hier... Ah, hier geht's entlang. Halt! Wo geht's denn hier entlang? Wie zum Teufel komme ich denn hier? Hä? Halt, da ist ein Schild. Was steht da? Hallo? Hä? So, hier Inventory. Mal gucken. Jetzt ist mir gerade wieder die Steuerung eingefallen. Ich speichere auf jeden Fall erstmal ab. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin. Habe ich abgespeichert? Safe? Ich glaube ja. Hoffe ich jedenfalls. Wo ist denn Teufel? Wo muss ich denn lang? Das macht so keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Okay, das war völlig sinnlos, dass ich hierher gegangen bin. Ich komme hier nicht weiter. Die scheiß Mauern, Säulen und Tische, Stühle versperren mir den Weg. Das ist nicht gerade sehr zweckmäßig. Also hier rein. Oh Gott, nein! Okay. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Auf jeden Fall muss ich den Kreis platt machen. Ugh. Okay, komm her, Kreis. Komm. Danke! Da runter. Oh, shit. Wow, das war knapp gewesen. Sind das irgendwie Heil-Items? Verdammt, ihr seid doch so bescheuert. Na toll, jetzt sind auch noch Schwert unterwegs. Gefällt mir gar nicht. Oh, riesige Herzen. Warum werden diese eigentlich dann immer wieder zu Blöcken? Das kapiere ich irgendwie nicht. Oh, das ist jetzt ein großes Herz geworden. Yes, ich bin wieder geheilt. Aber das gefällt mir nicht, dass er jetzt Schwerter rumrennen. Oh. Yes, ich habe ihn getroffen. Halt. Ist jetzt ein Ausgang erschienen? Yes! Oh Gott, das sind 2 Ausgänge. Na gut, nehme ich die linke. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, oh, damit. So, ich muss hier runter. Gott sei Dank kann ich den Kämpfen normalerweise ausweichen, jedenfalls. In Ausnahme, wenn den Kreisen und ich bin irgendwo hier in einem Wald gelandet. In einem, ja,
ausgestorben im Wald. Okay. Yes, Herzen, die brauche ich auf jeden Fall. Yes, das ist eine dieser Kristalle, wo ich gerade erwähnt habe. Und das ist einer der roten Fäden, die ich trennen muss. Und zwar durch Drücken der Z-Taste. Also die Aktionstaste ist es halt. So, dieses Spiel ist natürlich in Englisch. Und ja, ich denke mal, jeder von euch sollte verstehen, was da steht. Hoffe ich jedenfalls. Insofern werde ich auch jetzt nicht großartig das Ganze ins Deutsche übersetzen. Ich werde das Ganze mir selbst nochmal durchlesen. Aha. Okay, er ist in irgendeinen Typen reingerannt, in einen älteren Herrn, aber und er hat sich bei ihm entschuldigt, oder beziehungsweise der Herr hat sich bei ihm entschuldigt und hat ihm einen Trink angeboten. Okay. He went by Pitt. Ist das sein Name? Pitt? Ja, ich glaube, das ist sein Name. Glaubst du an Geister? Hä? Okay. 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 Erzählst du jetzt hier eine Lüge dem älteren Herrn? Ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Naja. Ein Armeemesser. Er gibt einen Jungen, der noch in der Schule ist, ein Armeemesser. Pitt, du bist noch viel seltsamer als unser Hauptcharakter. Was ist passiert? Was passiert? Kapiere ich nicht. Oh Gott, ich bin schon wieder hier gelandet. Okay, dann speichern wir ab. Ja, das ist eins dieser nervigen Sachen an dem Spiel. Und zwar... habe ich jetzt abgespeichert, das irritiert mich manchmal. Ja, ich habe abgespeichert, weil es nie eine Bestätigung dafür gibt. Auf jeden Fall, das ist eins der nervigen Aspekte dieses Spiels. Jedes Mal, wenn ich einen Faden durchtrenne, lande ich immer da, an den Orten, wo ich schon zuvor war. Also, beziehungsweise, was rede ich denn da? Ich lande immer an dem Ausgangspunkt, wo ich angefangen habe. Das ist etwas nervtötend. Ich weiß nicht, was mit der Nummer 10 gemeint ist. Wahrscheinlich muss ich hier noch 10 Fäden durchtrennen, also ich gehe mal stark davon aus. Kann ich hier oben was machen? Nein, kann ich nicht. Aber auf jeden Fall, da ist nochmal ein roter Kristall, vielleicht kann ich da was machen. Obwohl, dort war ich schon mal gewesen. Also, wenn wir rote Kristalle anfassen, dann geraten wir in andere Welten hinein. Oh, zum Beispiel wie diese hier. Hier habe ich übrigens mein lustiges Outfit gefunden. What the? Weird. Das ist seltsam. Den Raum habe ich gar nicht gesehen. Was zum Teufel? Ich hänge da oben. Mein Unterkörper ist abgerissen. Und eine Katze frisst meinen Unterkörper. Da liege ich nochmal tot auf dem Boden. Nicht cool. Und da bin ich nochmal tot auf dem Boden. Bin ich der Einzige, der das hier ein bisschen seltsam findet? Na gut, ich weiß ja, dass er gestorben ist, aber mein Gott, wie viele Tote hattest du gehabt, Junge? Auf jeden Fall, Katze, sag irgendwas. Nein, besser nicht. Du frisst meinen Unterleib. Das gefällt mir nicht. Du bist nicht mein Freund. Auf jeden Fall möchte ich hier raus. Das gefällt mir nicht. Ich möchte zum Ausgang. Bitte schickt mich zum Ausgang. Oh, Ausgang. Gott sei Dank. Yo. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ja, das war ausnahmsweise mal ein recht kurzer Teil gewesen, aber ich muss noch schnell irgendwo hin und das lässt sich jetzt im Moment gerade nicht aufschieben. Insofern beende ich den Teil jetzt hier. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr, beziehungsweise wenn euch das Video gefallen habt, warum macht ihr dafür nicht Daumen hoch oder fügt es zu euren Favoriten hinzu? Ansonsten, wenn euch das Video so sehr gefallen hat, jetzt komme ich zu meinem Punkt. Warum abonniert ihr mich nicht einfach, um noch weitere Let's Plays davon zu sehen? Ansonsten... wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ciao.